Nur ein halbes Jahr nach seiner Markteinführung bekommt der BMW iX3 ein Facelift. Warum? Wieso? Was kann das Auto? Ist vielleicht der Premium-Mittelklasse-SUV was für euch? Genau das werdet ihr hier in diesem Review erfahren. Hier seid ihr gelandet bei dem Typen, der wahrscheinlich niemals ein Facelift bekommen wird bei der Car Crash Review. Ich bin der Jan. Bei uns gibt es jeden Tag ein bezauberndes Review von Jessie, die auch kein Facelift hat, oder eben von mir. Und was werden wir mit diesem Auto, was ich übrigens in unserem zweiwöchigen Test sehr genossen habe, machen. Ich werde es euch außen erklären, wir werden drüber sprechen, braucht man die blauen Elemente, wie kann man den richtig sexy machen. Wir werden reingehen, drüber sprechen, hat der vielleicht einen veganen Innenraum oder doch Leder. Wir werden drüber sprechen, wie weit wir kommen, zusammen mit Jessie fahren, über den doch sehr ambitionierten Preis, das Wettbewerbsumfeld sprechen, eben alles machen, ja, was mich interessiert. Wenn ihr auf dieses Review Bock habt, dann bleibt genau jetzt dran und dann legen wir los. Kommt mit. Ja, ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich natürlich völlig unfacegeliftet, natürlich am Morgen hier ohne Hautcreme über unseren Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern, suchen den garantiert besten Leasingpreis für euch raus. Zum Beispiel bei meinauto.de, schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Ihr profitiert hier von der Dienstwagensteuer von einem Viertel, also 0,25%, ja, und bekommt auch eine Kaufpreisförderung aktuell noch. Ja, und wenn man jetzt über die Historie spricht, dann sind viele verwirrt, denn sie sagen, ey, dieses Auto, also der G08, den gibt es doch erst seit 2021, jetzt ist 2022 und jetzt hat er schon Facelift. Was stimmt eigentlich mit BMW nicht, kann ich euch erklären. Eine Sache finde ich sehr schade als Autonerd, denn BMW war Elektro-Vorreiter mit dem i3 zum Beispiel, der ja auf einer ganz eigenen Plattform stand, der ein ganz eigenes Carbon-Konzept hatte, der ein eigenes Werk bekommen hat, genauso wie der i8. Und von dem Konzept ist man ein bisschen abgerückt, denn der X3, der hat ein Facelift bekommen und der iX3 steht auf der gleichen Plattform wie der, also hat man dem auch dieses optische Facelift spendiert, was optisch ein bisschen außen ist, ein bisschen im Innenraum. Das Antriebskonzept mit der fünften Elektrogeneration ist aber weitgehend gleich geblieben. Wenn man jetzt drüber spricht, sag mal, welcher BMW ist eigentlich der richtige für mich, dann kann ich euch eins sagen, es gibt einen kleineren, das ist der iX1, den haben wir euch gezeigt. Es gibt einen flacheren, das ist der i4, den haben wir euch gezeigt, und es gibt einen größeren, das ist der iX, der hat bis zu 2,5 Tonnen Anhängelast, und hier steht jetzt das Modell genau zwischendrin mit einer Größe von 4,73 Meter, 1,89 ist er breit und ja, 1,64 hoch hat einen Radstand von 2,86 Meter. Und wenn man jetzt über die Ausstattungsvarianten spricht, dann ist es ziemlich interessant, weil man hat sich so ein bisschen was bei Tesla abgeguckt, denn dieses Auto, was hier in China gebaut wird, was man jetzt gut oder schlecht finden kann, ich will es quasi normativ oder qualitativ bewerten, heißt, ich will die ethische Sache jetzt mal weglassen, die Qualität vom Auto stimmt, okay? Ja, dann haben wir zwei Ausstattungsvarianten, um die Produktion relativ einfach zu gestalten, und ja, das ist Inspiring, also die Basis, und Impressive, was hier drauf ist. Impressive, ja, hat ziemlich viele Dinge dann schon serienmäßig drin, wie 20 Zöller, wie zum Beispiel ein Glasdach. Immer kommt dieses Auto serienmäßig mit einer ziemlich hohen Ausstattung, deshalb ist es auch ziemlich ambitioniert teuer, und das schauen wir uns jetzt mal an. Spannend ist, die Lackvarianten, und das ist ziemlich BMW-untypisch, das sind 6 Stück insgesamt und die kosten alle keinen Aufpreis. Dieses Weiß hier also auch nicht. Ich habe eine Stunde im Konfigurator gebracht, nur um rauszufinden, ob man diese blauen Elemente hier in der Niere zum Beispiel, die vollständig geschlossen ist, oder hier unten in den Lufteinlässen wegkonfigurieren kann. Und Jessie hat dann 5 Minuten geguckt und hat gesagt, ja, kann man einfach einen Haken setzen und die kommen in einer anderen Farbe. Ich finde das Auto von vorne mega
schön. Die Niere vollständig geschlossen hier. Schaut euch das an, ganz interessant. Natürlich ist ein bisschen größer geworden im Facelift. Blaue Umrandung ums BMW-Logo hier vorne drauf. Und hier unten haben wir dann spannend Lufteinlässe, haben hier nochmal so eine kleine Durchbrechung. Wie gesagt, das Blau bekommt da weg. Ich spreche immer ganz gern über die Leuchten. Hier haben wir das BMW Laserlicht drauf. Serienmäßig kommt der schon mit einem adaptiven LED-Licht und optional für 1600 Euro oder 1700 Euro gibt es dieses BMW Laserlicht. Ihr bekommt das serienmäßige Licht auch abgedunkelt mit so einer Shadowline. Die gibt es hier auch dafür. Das kostet im Licht, glaube ich, 200 Euro und die Shadowline macht alles sehr dunkel. Das Dunkle macht allerdings mit den blauen Elementen hier relativ wenig Sinn. Was ich schade finde, ist nicht, dass hier i vorne drauf steht, das finde ich nämlich sehr schön, sondern dass unter der Haube sich kein Frunk befindet. Wenn man in die Seite geht, dann sieht man beim Auto schön, dass wir relativ kurze Überhänge in der Plattform haben, einen sehr langen Radstand und BMW bleibt sich treu, denn wir haben einen Hinterradantrieb. Hier hinten sitzt der Motor, der hat hier 286 PS, 400 Newtonmeter und der Akku, und das ist sehr spannend, der sitzt sehr tief im Unterboden. BMW hat gesagt, okay, wir wollen es besser machen als Tesla und die Schwachstellen bei Tesla knallhart rausgefunden und das ist die Federung. Heißt hier beim Auto, was 2255 Kilo wiegt, haben wir immer serienmäßig eine adaptive Dämpfung drin und für ein bisschen Aufpreis bekommen wir sogar das M-Sport-Paket, also die M-Sport-Federung, die ist ein bisschen härter, ein bisschen flexibler, werden wir aber beim Fahren drüber sprechen. 19 Zoll haben wir serienmäßig in Inspiring, 20 Zoll kommt dann optional, hier haben wir dann bei Impressive die 20 Zöller schon drauf. Wie gesagt, so viel zu konfigurieren gibt es gar nicht, das ist sehr unüblich für BMW, da geht es eben darum, um die Produktion vor allem bei knappen Ressourcen, glaube ich, ein bisschen effizienter und schneller zu machen. Schöne Felge hier, die gefällt mir richtig gut, dann haben wir hier Plastik um die Radläufe, Air Curtain, Air Breather haben wir wieder, M steht hier drauf, auf der Schweller hier unten ist lackiert und jetzt schaut euch gerne mal die Spiegelkappen an, auch weiß. Wir haben eine schwarze Dachreling, Glasdach hier oben, hinten abgedunkelte Scheiben und schön ist, dass dieses Auto einen Schwerpunkt hat, der 7,5 cm tiefer ist als beim X3. Hier unten sitzt der 80 kWh fassende Akku brutto, netto sind es 73 oder 74 kWh, damit kommt ihr bis zu 460 Kilometer weit. Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass hier hinten das Licht ausgegangen ist. Vorne haben wir neue Leuchten im Facelift, die sind 10 mm tiefer. Hinten sind sie auch dreidimensionaler ausgeformt. Mir gefällt das Heck beim Auto unbeschreiblich gut, vor allem in dem Licht hier, finde ich, kommt es richtig schön rüber. Und bevor wir jetzt über die Optik sprechen, spreche ich mit euch mal noch kurz übers Laden. Denn wir haben hier AC-DC-Laden und all diejenigen, die Angst haben vor der Elektromobilität, ist ein bisschen nass hier. Ich drücke es trotzdem, keinen Stromschlag bekommen. Ne? 11 kW könnt ihr den Laden zu Hause zum Beispiel an der Wallbox, dann ist er in 7,5 Stunden voll, maximale Schnellladefähigkeit bis zu 150 kW, ja, dann ist er in 34 Minuten von 0 auf 80%. Schaut mal hier, auch zumachen, überhaupt kein Problem. Ich habe 85 Kilowattstunden reingetankt, bis er voll war, das heißt leichte Ladeverluste hatten wir, das ist allerdings relativ normal aus meiner Sicht. Was ich schade finde, ist, dass dieses Auto nur 750 Kilo zieht. Das verstehe ich nicht, das wäre eine Marktlücke. Wenn ihr mehr Zugkraft wollt, müsst ihr zum iX greifen. Der ist wesentlich größer, wesentlich teurer. Hier hinten Dachkantenspoiler, schön leicht abgedunkelte Scheiben. BMW-Logo hier unten wieder. Die Leuchte, die aktuell nicht an ist, aber das Licht scheint, glaube ich, ziemlich schön drauf. Da sieht man das nicht richtig. Hier unten der Diffusor, sehr schön. Hinten eine Kamera, iX3 steht hier drauf. Also der Look vom Auto, da kann man nicht meckern. Man kann den mehr wie ein X3 aussehen lassen, wenn man zum Beispiel schwarz nimmt, ohne die blauen Elemente. Und jetzt schauen wir uns den Kofferraum an. Und der Kofferraum, fast 510 bis 1560 Liter. Ich glaube, ich muss auf die andere Seite, dass Jesse sich nicht selbst im Schatten steht. Aber das ist keine Metapher. Schaut gerne mal hier rein, relativ hohe Ladekante hier, ist aber okay. Und das ist natürlich ein Kofferraumparadies, toll ausgeformt, richtig Premium, richtig BMW. Hier haben wir noch so eine Hutablage drauf, die mir sehr gut gefällt, die bekommt er auch raus. Und hier haben wir kaum Platz im doppelten Ladeboden. Hier ist nochmal Netz für diejenigen, die Hunde haben. Hier ist das Ladekabel drin. Das ist alles so dicht reingestopft, dass ich es gar nicht rausnehmen will, weil ich mir sicher bin, ich bekomme es kaum mehr rein. Ach komm,
Ladekabel ist zum Beispiel hier drin, die Taschen sind toll. Was ich euch zeigen will und muss, sonst würde ich meinen Job nicht richtig machen, ja, ist hier die Flexibilität in der Rückbank. Also schaut mal hier, wir haben keine Kante, da kann man sogar drin schlafen, sehr großes Kofferraumvolumen. Hier auf der Seite haben wir nochmal eine 12 Volt Steckdose, schon ziemlich gut. Ich mache euch jetzt hier mal die Kofferraumklappe zu, hier kann man abschließen, hier geht es einfach so zu. Natürlich elektrisch, serienmäßig, klappt die Rückbank hier für euch hoch. Das geht sehr einfach, sehr BMW-eskig, würde ich mal sagen. Und komm auf der Seite hier rein. Und jetzt seht ihr natürlich sehr gut an mir, wie viel Platz wir da hinten haben. Ich bin 1,88 groß. Glasdach ist natürlich ein Brecher hier drin. Ne? Jalousie auch für diejenigen, die denken, die seien normal in der Klasse. Stimmt nicht. Tesla mit dem Model Y hat sowas nicht, Polestar hat sowas nicht, Wettbewerber sind der Audi e-tron zum Beispiel oder ein Mercedes EQC. Ja, und jetzt guckt mal, was ich toll finde, ist, dass ihr hier zum einen eine Durchreiche habt für diejenigen, die gern Skifahren, habt ihr allerdings kein Allrad bei dem Auto. Ihr habt hier relativ bequem, relativ gut so eine Armauflage, die sehr flexibel ist, auch mit Samthier ausgekleidet. Und in Impressive habt ihr einen Lederinnenraum. SensorTech ist serienmäßig für diejenigen, die keine Tierhaut innen wollen. Vor allem bei Elektroautos macht das Sinn, aber das Leder bei BMW riecht nicht nur gut, sondern fühlt sich auch sehr gut an. Wobei ich schon finde, dass Innenräume ohne Leder bei Elektroautos wesentlich stimmiger sind. Und Platz habe ich hier drin sowieso genug. Schaut euch das einfach mal kurz an, das ist großartig. Zwei USB-C-Stecker hier. Platz nochmal hier. Hier haben wir dann nochmal die Klima hinten. Die Sitze fühlen sich auch gut an. Nur die Mittelkonsole hier, also der Mitteltunnel, ist nicht ganz hoch, aber relativ breit. Das heißt, in der Mitte wird man nicht so gut sitzen. Und was natürlich toll ist, sind die M-Farben hier im Anschnaller. Da legt BMW sehr viel Wert auf Details. Jetzt schauen wir mal in die Tür rein. Und das ist natürlich alles sehr, sehr wertig ausgeformt. Da kann VW, da kann Audi aktuell ehrlich gesagt nicht so richtig in der Klasse mithalten. Auch Tesla sowieso nicht. X steht hier drauf. Was wir jetzt machen, ist mal über die Leistungsdaten sprechen. Und dafür laufen wir einmal ums Auto rum. Hat Jesse gerade beschlossen, aber genau. Also, der wiegt 2255 Kilo und im Vergleich zu einem Audi e-tron ist das sehr wenig Gewicht. Der wiegt nämlich 300-400 Kilo mehr. Ich mache vorne mal auf, dass ihr seht, wo eigentlich euer Frunk hätte sein können. Ist jetzt nicht da, den Bauraum hat man nicht genutzt. Wie gesagt, der Motor ist hinten, Akku schön im Unterboden. 200 kW, 286 PS, 400 Newtonmeter Drehmoment und damit geht der in 6,8 Sekunden auf 100, wird stolze 180 km/h schnell, wobei jetzt einige sagen, ich will, dass mein BMW schneller wird auf der Autobahn, ich will nicht, dass er abgeriegelt ist, verstehe ich auch, hier ist kein Frunk. Wischwasser könnt ihr links einfüllen, zum Beispiel auch ganz gut. Ja, wird nur 180 km/h schnell. Ganz spannend ist vielleicht die Reichweite, 460 km nach WLTP. Im normalen Betrieb sind wir 400 km damit weit gekommen. 19 Kilowattstunden Verbrauch hat er nach WLTP. Wir haben so um die 21 Kilowattstunden verbraucht, was mit einem Wirkungsgrad von 93% bei diesem E-Antrieb der fünften Generation bei BMW schon sehr gut ist. Was auch sehr gut ist, ist definitiv der Innenraum. Der hat natürlich auch seinen Preis. Wer auch ihren Preis hat, das ist Jesse. Die kommt nämlich später beim Fahren mit dazu. Dann gibt es ein Fazit mit Preis. Bleibt dran, oder? Kommen wir zum Innenraum. Die Sonne geht auf. Wir haben hier nicht Inspiring, also die Basis, sondern Impressive. Und das Leder hier drin, Verarbeitungsqualität, die technische Einbindung ist wirklich beeindruckend. Beginnen möchte der Autor. Also ich, der hoffentlich auch beeindruckend ist, mit dem Schiebedach. Schaut euch mal den Knopf hier an. Geht sehr einfach. Ich mag auch die Leuchte hier. Und wenn ihr es jetzt von außen anschaut, dann ist erstmal toll, dass es serienmäßig ist, dass es relativ weit öffnet und dass es riesig ist. Den Mechanismus mag ich auch. So weit geht es insgesamt auf. Hier habt ihr dann noch so einen Windschot oben. Und wenn ihr mal von unten schaut, ist es schon ja eine Lichtoase. Ich liebe ja sowas. Ich würde nie ein Auto ohne so Glas Schiebedach kaufen. Am liebsten soll es sogar ein Cabrio sein, aber ich glaube, ich bin da auch ein bisschen
speziell. Jetzt sprechen wir über die Sitze und die sind BMW typisch mega. Verlängerung der Beinauflage hier, tolle Steppung hier drin, tolle Verarbeitung, die geben tollen Seitenhalt. Die Kopfstütze ist groß, ist fett, das ist ein bequemer und gleichzeitig sportlicher Sitz. Genauso wie es sein muss. Hier, ja, da ist, sind die M-Farben noch im Anschnaller drin. Und wenn wir jetzt mal den Schwenk machen, vorbei hier am wirklich schönen Dashboard, rein in die Tür, wo ein X drin steht für ja, X-Modell, obwohl wir hier kein Allrad haben, was man auch kritisieren kann. Harman Kardon Anlage ist hier in Impressive dabei, die Gestensteuerung ist zum Beispiel dabei, das Head-Up-Display ist zum Beispiel dabei. Dann sehen wir eine tolle Verarbeitung, eine gut gepolsterte Armauflage, ein schönes gebürstetes Alu als Zierelement, viel Platz in der Tür. Wir haben eine M-Einstiegsleiste, M-Sportpaket ja serienmäßig dabei. Wir haben M-Initialen in der relativ hochflorigen Fußmatte hier drin, auch ja, hier haben wir eine leichte, ja, nee, es ist eigentlich keine Polsterung, nein, es ist keine Polsterung zum Knien, aber irgendwie fühlt es sich hier bequem an. Handschuhfach hier, satiniert, einigermaßen groß und hier aufgesetzt das 12,3 Zoll Display, 12,3 Zoll digitales Cockpit, Head-Up-Display ist hier. Und was ich liebe, ist, dass wir für die Klimasteuerung noch Knöpfe haben, für die Assistenten noch Knöpfe haben, für die Sitzheizung noch Knöpfe haben. Hier unten, die können wir frei belegen, wenn ihr also oben mal schaut, ich drücke die gar nicht, dann kann man hier die wichtigsten Dinge reinlegen. Wir haben noch einen Regler für lauter leiser hier. Wir haben die Gestensteuerung, die man machen kann. Hier, die ich allerdings beim Fahren nie benutze, eigentlich nur nett, um seine Freundin zu beeindrucken. iX3 ist hier. Eine Jalousie haben wir hier. Serienmäßig ist hier auch die induktive Ladebox dabei. Hier auch eine YouTube-Nachricht von jemandem von euch, die ich übrigens alle lese und die meisten beantworte. Hier haben wir den Schlüssel. Mineralweiß ist hier drauf, ein Cupholder ist nochmal hier, 12 Volt Steckdose ist hier. Aber was das Schönste ist, einfach zumachen, hier kann man übrigens auch schön Handy drauflegen und es ist aufgeräumt. Dann haben wir hier den iDrive-Schalter, auf dem man auch schreiben kann. Die wichtigsten Knöpfe hier, kommen wir gleich zu. Die Fahrmodi, die haben wir hier, Sport, Komfort, Eco Pro, Individual. Rückfahrkamera haben wir dann hier, die Parkpiepser kann man hier aus- und anmachen. Und in der Armauflage ja, haben wir schön USB-C-Stecker hier, Plastik, sehr robust, gut gepolstert. Ja, und jetzt ist es schon soweit. Ich würde Jesse bitten, reinzukommen. Der Spiegel da oben, der ist nicht ganz rahmenlos, aber relativ dünn. Das Lenkrad hingegen ist relativ dick, fleischig. Wenn ich das sage, stört sich immer nie einer dran. Sagst Jesse, dann finden es immer alle lustig. Haha, hier haben wir, ja, hier haben wir die Lenkradheizung, Assistenten auf der Seite und hier können wir die Sprachsteuerung bedienen. Die Lichtsteuerung ist hier. Und jetzt schauen wir mal ins digitale Cockpit. Ich hoffe, ihr seht, was ist wirklich ziemlich hell. Da haben wir so ein bisschen Flexibilität auf der rechten Seite, wo wir dann den Gehkraftmesser, die Medien, den Fahrmodus, den Verbrauch reinmachen können. Links sehen wir den Füllzustand vom Akku, die Geschwindigkeit, die wir fahren. Rechts ja, dann die Drehzahl Fahrmodus. Was Nettes. Das Head-Up-Display oben ist sehr groß jetzt. Ihr seht, guckt in die Sonne. Mama told me not to look directly here in the sun. Aber macht doch nichts, was ich euch zeigen kann, ist die Verstellung vom Lenkrad, geht nicht elektrisch, aber ist wichtig, weil sehr flexibel, man findet also sehr gut eine Sitzposition. Dieses Teil hier lässt sich über Touch bedienen, aber was ich liebe und was ich nie missen will bei BMW, ist den iDrive-Schalter, weil den bediene ich eben, also ich nutze dieses System ausschließlich mit dem iDrive-Schalter, egal ob im Stand oder beim Fahren. Apple CarPlay, Android Auto hier drin. Wir haben hier so ein Homescreen, wenn ihr mal schauen wollt, den könnt ihr euch auch frei belegen hier, was interessant ist. Dann habt ihr das Digitale hier mit Apple CarPlay, Android Auto, den Nachrichten. Das ist nicht überladen, das ist schnell bedienbar bei der Fahrt. Übrigens, wenn ihr hier auf Suche drückt, könnt ihr hier schreiben, H für Hamburg zum Beispiel. Ah. Mit Hey und dem Markennamen steuert ihr auch die Sprachsteuerung, was Gutes. Später werden wir dann uns anschauen, wie gut die Navi-Planung ist. Zum Auto.
Die Fahrinfo-Anzeige ist interessant, habt ihr eine Sportanzeige zum Beispiel. Ihr könnt euch auch euren Fahrstil analysieren, ihr habt eine Energieflussanzeige, was beim Fahren natürlich äußerst interessant ist. Den Fahrzeugstatus, ihr könnt das Laden hier planen, Abfahrtsplanung, Strombegrenzung. Aber alles, wie gesagt, relativ einfach. Ihr habt Fahrprofile, die ihr euch anschauen könnt. Und wenn ihr die Apps euch anschauen wollt, habt ihr zum Beispiel den BMW Store, Apple CarPlay, Android Auto. Könnt euch allerdings auch einfach das Wetter anzeigen, die Batterie vorwärmen, persönliche Informationen hier. Drive Recorder ist hier drin, der kostet glaube ich 200 Euro Aufpreis. Der kann allerdings sich auszahlen zum Wetter hier. Wird die App jetzt geladen, dann kann man sich dann anschauen, wie das Wetter aktuell ist. Eine Sache bei den Einstellungen ist, finde ich, noch ganz spannend, wenn man hier auf Auto geht, habt ihr Einstellungen und dann, ich will euch nicht alles zeigen, jetzt keine Sorge, habt ihr die Rekuperationsmodi. Die könnt ihr in 4 Stufen einstellen, was sehr, sehr praktisch ist für ein One-Pedal-Driving. Was wir jetzt machen ist... Fahren! Kommen wir zu meiner Lieblingssequenz in den Videos, nämlich dem Fahren. Warum Lieblingssequenz? Mit Jesse zusammen ist es nie so richtig planbar, was passiert. Manchmal gibt es Freudentränen, manchmal gibt es Streit, aber immer ist es irgendwie herausfordernd. Und lustig. Und lustig auf jeden Fall. Jesse, wie hat dir der iX3 gefallen? Ich fand den mega chillig, der ist nicht zu groß und vor allem ist es ein richtiger BMW, ne? Ja, das sehen wir jetzt beim Fahren. Ihr nehmt immer gern vieles vorweg, was ich euch zeigen will und das... Hört ihr den Hans Zimmer Sound? Das haben wir schon beim iX in besserer Form in Spartanburg gesehen. Schaut gerne mal das Review rein. Schaut mal der Rückfahrassistent. Oh shit. Krass, oder? Nice. Fährt jetzt hier die letzten Meter einfach zurück. Was sagst du dazu? Voll geil. Vor allem, wenn man in so einer Parkgarage ist und nicht mehr weiß, wie man da rauskommt oder wie man genau der eingelenkt hat nach einer Woche, wenn man da ewig stand. Dann kann man da einfach draufdrücken und dann fährt er von allein raus. Das ist gut, oder? Ja, voll. Wir haben hier die Akustikverglasung drin und schaut mal, was noch sexier ist als Jesse bei diesem Auto, ist für mich nicht nur der Hans Zimmer Sound, die Symphonie der Hollywood Filme. Ist aber aktiv. Ja, oder? Ja. Sondern die Beschleunigung. 400 Newtonmeter, 286 PS und so geht er in 6,8 Sekunden auf 100. Wie war das für dich im Alltag? Oh shit. Ja, geil, vor allem, wenn man mal ganz fix wieder überholen möchte, dann geht das so zick, zick, easy. Macht Spaß, oder? Ja, macht Spaß. Es sind ja 180 km/h Höchstgeschwindigkeit zu wenig. Da diskutieren wir ja immer, weil ich persönlich fahre nicht schneller als 180 auf der Autobahn. Für mich reicht das. Deswegen finde ich diesen Ansatz von Volvo eigentlich auch ganz cool. Jan sagt aber, ich hätte gern selbst die Entscheidung. Ne? Ich kann doch selbst entscheiden. Wenn ich 180 km/h fahren will, fahre ich 180. Wenn ich schneller fahren will und halt mir beim Elektroauto ganz schnell den Akku leerpressen will, dann mache ich es nicht. Schau mal hier, wie seht ihr das eigentlich? Ja, schreibt doch mal dazu. Nicht nur wir zwei Doofköpfe. Ja, Komfort, jetzt ist mega. Akustikverglasung hier drin. Das Auto ist so ruhig, weil natürlich kein Verbrenner so gut gedämmt, dass man manchmal die Scheibe aufmachen muss, um zu wissen, dass man noch lebt. Dann haben wir hier das adaptive Fahrwerk drin. Das heißt, das ist ein echter Gleiter, oder? Komplett, also sehr komfortabel. Genau. Safe. Also sehr komfortabel, safe. Heißt, man kommt hier echt so entspannt ans Ziel. Man hat eben keine Lärmbelästigung hier drin. Das Auto hat im Vergleich zu Tesla, glaube ich, ziemlich krass die Schwachstelle bei Tesla ausgemacht. Was ist die? Das Fahrwerk bzw. die Dämpfung. Genau, weil die ist bei Tesla, sind wir mal ehrlich, eher so dritte Liga. Ist ganz klasse. Und hier haben wir halt absolute Champions League. Das bedeutet, diese Spreizung aus Komfort hin zu Sport, die kriegt das Fahrwerk gut hin, die Lenkung gut hin. Wie ist dir das Lenkrad von der Dicke her, Jesse? Fleischig. Wenn ich sage, juckt es immer nie jemand, sagt es Jesse, sag mal so, sie hat fleischig gesagt. Ja. Der Antritt hier vom Gas ist mega, denn nicht nur das Beschleunigen macht Spaß, sondern auch der Antritt ist großartig. Diese Spreizung von Sexiness im Fahrwerk, im Antrieb auch, schaut mal auch hier, der liegt ja beim sportlichen Fahren richtig gut auf der Straße. Wiegt 2255 Kilo, ist erheblich leichter als ein e-tron im Vergleich zu einem Verbrenner.
Männern natürlich trotzdem kein Leichtgewicht. Man merkt das Gewicht, aber wie BMW den abgestimmt hat, finde ich sehr gut. Wenn man den Eco-Modus reinmacht, dann sieht man jetzt halt sehr schön, dass dieses Auto verbrauchsoptimiert kann. Wir haben die fünfte Generation hier vom Antrieb drin. Wirkungsgrad von wie viel Prozent? Keine Ahnung. 93%, was sehr gut ist, vor allem im Vergleich zu einem Verbrenner, der etwa 30% hat. Und jetzt ist die wichtigste Sache für Chassis oft... Ja, das One-Pedal-Driving. Ach so. Ja, klar. Guck mal, und geht hier bis zum Stand. Das bedeutet, ihr habt... Denn One-Pedal-Driving, ihr könnt also das Gas in 90% der Fälle beziehungsweise den Vorwärtsgang weglegen. Und hier auch schön, guck mal, elektrischer Antrieb. Batterie wird geladen und wenn ihr einfach nur so fahrt, habt ihr hier vorne ganz oft auch Segeln drin stehen. Cool, da ist jetzt gerade reingekommen. Ne? Und Segeln bedeutet einfach, dass man keine Rekuperation hat und die maximale Effizienz nutzt beim Vorwärtsrollen. Weil wenn wir einfach nur gleiten wollen, macht der Rekuperieren keinen Sinn, oder? Ja. So, was ich euch noch zeigen kann, ist die Sportanzeige und Fahrstilanalyse. Da kann man also was dazulernen hier. Aber am interessantesten fand ich eigentlich in den Einstellungen hier. Allgemeine Einstellungen, Displays sind allgemeine Einstellungen. Ne? Ist eigentlich ganz geil mit dem Toggler da unten. Ne? Man kann während der Fahrt trotzdem ganz gut das ganze Infotainment-System noch bedienen. Ich finde es per Touch, auch wenn das jetzt auch per Touch funktionieren würde, eher manchmal ein bisschen kompliziert bei der Fahrt. Guck mal, da habt ihr sie, da habe ich sie endlich gefunden. Die Rekuperationsstufen, 4 Stück, also niedrig mache ich mal rein, dann rollt er mehr oder weniger aus, oder? Mhm. Und jetzt mache ich mal hier hoch, Adaptive rein und B, eigentlich sind es 5 Rekuperationsstufen. Dann bremst er wirklich runter, was Tolles. Ich gebe mal Gas und Chassis erzählt euch, wie ihre Meinung zum Auto ist. Also, ich finde den erstmal super schick. Das ist ja immer so eine Sache, Jan und ich haben uns drüber gestritten, dieses Blau, keine Ahnung was. Man kann das abwählen, falls man da keinen Bock drauf hat. Ich finde, der sieht sportlich aus, auch wenn es jetzt so ein Kompakt-SUV ist. Und vor allem fährt er sich sehr komfortabel, kann aber auch sehr sportlich sein. Gestern hat jemand geschrieben, ey, seid ihr zusammen? Habt ihr Spaß zusammen? Das wirkt immer so, als würdet ihr euch streiten. Und ich sage immer, ey Freunde, das ist ja jetzt hier nicht... unser Privatleben. Wir arbeiten hier, wir streiten über Autos, hier gibt es Diskussionen. Hier ist es hart, aber unfair in unseren Reviews. Musst du mir jetzt widersprechen oder warum fängst du das jetzt an? Nein, ich wollte nur sagen, wir mögen uns schon, oder? Ja, schon. Manchmal. Manchmal. Oft. Oder? Ja, magst du mich? Was siehst du, dass du das jetzt klarstellen musst? Ja. Ja, ich mag dich sehr gerne. Ich zeig dir jetzt nochmal, wie toll ich Auto fahren kann. Hier haben wir nämlich ein bisschen Schotter. Toll. Und jetzt guck mal hier. Heckantrieb. Läuft. Aber der ist natürlich auch relativ gut abgestimmt, sodass der hinten eben nicht so leicht weggeht. Wenn man über die Fahrdynamik spricht, in der Kurve merkt man das Gewicht. Der Heckantrieb fährt sich eigentlich so wie ein Allrad, weil der so gut geregelt ist, dass man... Na, dann kann eigentlich jeder fahren, oder? Ja. Ist für dich ein Autobahnauto? Ja, super gedämmt. Wie du gesagt hast, die Reichweite ist auch nicht jetzt irgendwie deutlich geringer und der kann auch sehr komfortabel fahren. Alle Assistenzsysteme, das ist ein Autobahnauto. 180 reicht doch auch. Erzähl mal deinen Lieblingswitz, Jessie. Oh, er fragt mich zurzeit immer nach Witzen. Mein Lieblingswitz? Ich kann keine Witze, ich sag immer den gleichen. Sag du deinen Lieblingswitz. Das Witzigste, was jetzt passieren wird in diesem Video, ist das nächste, nämlich das Fazit. Fazit. Puh, das ist ganz schön schwierig für mich, weil ich bin großer Fan von diesem Auto. Wir haben den jetzt 2 Wochen gefahren. Jessie hat gesagt, Jan hat gesagt. Und der Kritikpunkt, ja, der kommt wie so oft bei Premium-Produkten dann mit dem Preis zusammen. Die Reichweite war für uns selbst für die Langstrecke absolut ausreichend. Wenn man 400 Kilometer gefahren ist oder auf der Autobahn 350, dann ist eine halbe Stunde, 20 Minuten Pause sowieso in Ordnung. Aus meiner Sicht, für einen Alltag war es so, wahrscheinlich alle 10 Tage mal laden, nachts kann man sowieso dran stecken, richtig gut.
Das Auto gibt einer Familie, gibt uns vom Platz her alles, was man braucht. Hat man einen Hund, passt der hinten rein. Hat man Kinder, kann man die mitnehmen. Kinderwagen passt sowieso rein. Das Infotainment ist nicht überladen, ist trotzdem mit dem Operating System 7 sehr modern da drin. Wir haben viele Assistenten. Das ist ein richtig treuer Begleiter. Und dazu finde ich es ja immer irgendwie ekelhaft, dass man diese Elektromobilität so, das ist jetzt grün, das ist was für die Umwelt mäßig verkaufen muss, macht der richtig viel Spaß. Der ist fahrdynamisch ein echter BMW, der ist von der Federung ein echter BMW. Natürlich spürt man das hohe Gewicht im Vergleich zu einem reinen Verbrenner, aber das macht nichts. Worüber man streiten kann, ist, ob man jetzt ein Auto kaufen will, was ein deutscher Hersteller ist, der in China produziert. Ich glaube, da muss man sich aber für die Zukunft sowieso dran gewöhnen. Ihr bekommt hier eine Förderung. Ich bin angetan vom Auto. Aber naja, der Kritikpunkt für mich ist der Preis, weil ich würde nicht sagen, dass wir richtig schlecht verdienen. Wahrscheinlich auch nicht richtig gut, aber den können wir uns einfach nicht leisten. Denn der beginnt bei 67.000 Euro. So wie er hier steht als Impressive, beginnt er sogar bei 74.000 Euro. Ich verstehe das Konzept BMW, dass ihr sagt, komm, wir bündeln sehr viel, wir können die dann schnell anbieten, die Lieferzeiten sind okay. Der Kunde hat wie bei Tesla nicht zu viele Wahlmöglichkeiten, was es ihm vielleicht auch einfacher macht. Also ist schon sehr viel drin auch für den Preis, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das ist natürlich halt auch hier für ein Mittelklasse-SUV verdammt viel Geld. Ne? Aber er bekommt auch verdammt viel. Aber so ist es im Leben. Nichts ist umsonst, außer naja, diese badische Floskel lasse ich euch jetzt weg, weil die ist auch echt überholt. Was tatsächlich umsonst ist, ist diesen Kanal hier zu abonnieren. Hier seid ihr nämlich gelandet bei The Car Crush Review. Hier gibt es jeden Tag ein neues Review. Abonniert gerne den Kanal, macht das genau jetzt. Wenn euch die Klamotten hier gefallen, schaut mal bei Modezinser vorbei. Den Code mit einem Rabattcode von 15 Euro beim Einkaufswert von 100 Euro findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn ihr es von ignorieren wollt, dass ich heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden bin, dann abonniert genau jetzt den Kanal, dann verspreche ich euch, dieses wunderschöne Gesicht wird niemals ein Facelift bekommen. Abonniert den Kanal jetzt!